Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wird höchste Zeit für eine gute, moderne und engagierte Politik für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das gilt nicht nur heute am Weltverbrauchertag, das sollte eigentlich jeden Tag gelten. Ich kann nur sagen, wenn wir uns heute 3 Jahre schwarz-gelbe Verbraucherpolitik ansehen, dann waren das 3 verschenkte Jahre im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das waren 3 Jahre unter der Ägide einer Ankündigungsministerin, die wir vielleicht heute besser als Untätigkeitsministerin kritisieren sollten. Aber da sie nicht da ist, wird sie diese Worte an dieser Stelle auch gar nicht erst hören. Meine Damen und Herren und vor allen Dingen Frau Kollegin Heil, ich kann Ihre Jubelbilanz wirklich so nicht unterschreiben. Nehmen wir das Thema Warteschleifen. Diese Regelung gegen die Abzocke über Warteschleifen, sie kam viel zu spät, sie ist halbherzig gemacht. Nehmen wir die Produktinformationsblätter, mit denen Sie sich hier brüsten wollen. Also wissen Sie, vor den Produktinformationsblättern von Frau Ministerin Aigner werden die Finanzhaien wirklich keine zitternden Knie bekommen. Wenn das das Einzige ist, mit dem diese Regierung die Finanzspekulanten an die Leine legen will, dann muss ich sagen, es ist wirklich eine traurige Bilanz. Diese Regierung wird von einem Lebensmittelskandal nach dem anderen getrieben, und sie haben kein schlüssiges Konzept vorgelegt, wie das in Zukunft einmal verhindert werden kann. Ich muss sagen, diese Politik von Schwarz-Gelb, die bietet wirklich überhaupt keinen Anlass, sich hier mit einer guten Verbraucherpolitik zu brüsten. Meine Damen und Herren, der Handlungsbedarf im Verbraucherbereich ist aus meiner Sicht so groß, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode eigentlich jede Sitzung mit verbraucherpolitischen Forderungen füllen könnten. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen, wo aus unserer Sicht dringend gehandelt werden muss. Das eine ist die Deckelung der Dispozinsen, eine Forderung, der sich Schwarz-Gelb ja auch seit vielen Jahren verweigert. Nehmen wir das Thema steigende Mieten, nehmen wir das Thema Abmahnungen im Internet, nehmen wir die steigenden Kosten bei Heizung und bei Strom. Hier hat diese Regierung nichts anzubieten, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Ich gehe noch mal kurz auf das Thema der Lebensmittelskandale ein. Ich meine, als es dann nun der 5. Lebensmittelskandal in dieser Legislaturperiode war, hat Frau Aigner mal wieder einen nationalen Aktionsplan angekündigt mit magerem Inhalt. Er ist voller Prüfaufträge. Ich muss mal sagen, diese ganzen Prüfaufträge hätte man sich sparen können, wenn man zu Beginn dieser Legislaturperiode einige der Forderungen von uns Linken aufgegriffen hätte. Zum Beispiel beim Verbraucherinformationsgesetz. Also es finde ich ehrlich gesagt auch müßig, jetzt zu sagen, welches Land da wie viel gemeldet hat oder nicht. Es ist doch die Verantwortung dieser Koalition und dieser Regierung, Gesetze zu erlassen, die sagen, jedes Prüfergebnis, was bei den Behörden vorliegt, muss auch öffentlich zugänglich sein. Das wäre mal ein Ansatz gewesen. Oder nehmen wir das Thema überhöhte Strompreise. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo wir es einfach nicht die Verantwortung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher alleine abwälzen können. Natürlich kann man die Stromanbieter wechseln, aber selbst die Stiftung Warentest sagt ja, dass bei diesen Vergleichsportalen im Internet so viele Fallstricke drin sind, dass es wirklich für viele Menschen ganz schwer abzusehen ist, was dann am Ende dabei rauskommt. Und deswegen brauchen wir hier auch andere Maßnahmen. Deswegen brauchen wir zum Beispiel auch eine staatliche Preisaufsicht. Und das ist genau der Punkt, das ist der zentrale Unterschied zwischen unserer und zwischen Ihrer Verbraucherpolitik. Sie verstecken sich doch einfach hinter diesem Begriff der Eigenverantwortung. Und wenn Sie heute sagen, Frau Heil, Sie muten den Menschen oder Sie trauen den Menschen etwas zu, dann muss ich einfach sagen, Sie lassen die Menschen im Regen stehen, Sie liefern die Verbraucherinnen und Verbraucher der Wirtschaft aus. Das ist meine Analyse der Situation. Ich denke, Sie haben im Kern einfach Angst, und darum geht es doch. Sie haben Angst davor, die Wirtschaft, die Unternehmen, die Konzerne in die Pflicht zu nehmen. Wir nicht. Sie fürchten in der Verbraucherpolitik um die Gewinne Ihrer Freunde bei den Konzernen. Wir hingegen denken an die Menschen, in deren Interesse wir gute Verbraucherpolitik machen wollen. Und das heißt auch ab und zu, hier mal ein gutes Gesetz zu erlassen.
Die Einschätzung, Herr Kollege Schweikert, dass diese Regierung das permanent tut, kann ich so nicht unterschreiben. Ein letzter Punkt, nehmen wir das sogenannte Anti-Abzocke-Gesetz. Auch das hat ja wegen dem permanenten Streit in der Koalition hier Monate und jahrelang in den Schubladen schon Schimmel angesetzt. Herausgekommen ist nachher eine völlig verwässerte Variante von dem, was wir brauchen. Und wir brauchen endlich eine Regulierung von unseriösem Inkasso. Wir müssen verhindern, dass wirklich Jugendliche massenhaft abgemahnt werden, wenn sie mal ein YouTube-Video über Facebook posten. Auch in dieser Hinsicht sagen ja selbst die Verbraucherzentralen, der Gesetzentwurf der Bundesregierung in dieser Sache macht es eher schlimmer als besser. Deswegen sage ich auch an dieser Stelle, so kann es nicht gehen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Einige der Maßnahmen, die wir als Linke vorschlagen, die werden der Wirtschaft sicherlich Schmerzen bereiten. Aber ich sage, das muss der Politik im Zweifel auch egal sein, wenn sie nicht weiter Politik nur für die Konzerne und nur für die Märkte, sondern auch für die Menschen betreiben will. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Erik Schwarz.